So, liebe Motorsportfreunde, und jetzt will ich das ganze Stadion nochmal hören. Wo seid ihr, liebe Gäste hier in Berlin, zu unserem großen Finallauf? Und wir haben jetzt Vitali Komisevic auf der Helmfarbe Rot. Und der legt hier los wie ein Wahnsinniger. Er fährt hier wirklich ein ganz heißes Ding. Und dann Edward Christo und Frankie Zorn. Er fährt hinten. Aber sehen Sie, wie eng das da ist. Die sind alle dicht beisammen. Aber Vitali Komisevic, oh, der macht hier außen wirklich richtig Feuer. Jetzt an dem Gregor Knapp vorbei. Das wird hier eine russische Dominanz. Also auch im Finale. Sie sehen das. Vitali Komisevic und Eduard Krzysztof, dahinter Gregor Knapp und Frankie Zorn. Er ist ein wenig zurückgefallen. Das ist natürlich hier ganz bitter für Frankie, der eigentlich ein bisschen mehr gedacht hat, sicherlich vor dem Finale. Aber jetzt geht es in die letzte Runde und das Bild hat sich nicht geändert. Vitali Komisevic attackiert von Edward Krzysztof. Also das ist hier wirklich eine ganz enge Nummer da vorne. Aber Vitali Komisevic, unglaublich, was er hier präsentiert hat. Das war wirklich eine Klasse für sich. Vitali Komisevic vor Eduard Krzysztof, Gregor Knapp und Frankie Zorn. Und die letzte Zwischenzeit, das sind 85,3 Stundenkilometer im Mittel, die hier gefahren worden sind. Ja, meine Damen und Herren, liebe Bahnsportfreunde, das war wirklich der Hammer zum Schluss nochmal. Wirklich ein Granatenrennen und wir wollen natürlich gleich hier die Sieger entsprechend ehren. Wir werden...